Hallo und herzlich willkommen zurück zu Call of Duty. Müssten die letzten Folgen anbrechen, was auch Sinn macht, weil das Spiel theoretisch so nur 6 Stunden geht. Und wir müssten irgendwie, weiß ich nicht, 1, 2, 3, 4. Stunde? Mal gucken. Ah, noch sind wir in Stalingrad. Thank you.
ihr schon nicht schießt, dann will ich das weiter nach hinten. Fertig. Im Graben bleiben und Köpfe einziehen. Die haben Scharfschützen da draußen. Nee. Du sagst mir das jetzt nicht, ne? Nee. Genosse Kovalenko. Als der schnellste Mann hier spielen Sie den Köder. Ich? Nein, danke, Genosse. Das ist ein Befehl. Alexei wird Sie von hier aus mit dem Scharfschützengewehr decken. Los jetzt, oder ich erschieße Sie eigenhändig. Ich dachte, das kommt erst im zweiten Teil. Ja, bei Call of Duty manchmal, vor allem in den neueren Teilen, das ist manchmal so ein bisschen fragwürdig, muss man jetzt nach vorne pushen oder muss man jetzt nicht nach vorne pushen? Wieso denn jetzt? Einfach nur. Sie sind hier. Oh Gott.
gedacht, das ist erst im zweiten Teil. Aber nö. Da werde ich wohl enttäuscht. Oh Gott, das will ich. Nein. Ich hasse dieses Level. Wer auch immer für dieses Level verantwortlich ist, muss gekündigt werden. Nein, steh mir nicht im Weg. Scheiße, nicht abgespeichert. Ach Gott. Also, jetzt wo ich realisiert habe, welches Level jetzt hier, in welchem Level ich hier jetzt bin, ist die Motivationskurve, dieses Spiel gerade weiter zu spielen, extrem nach unten gegangen. Und ihr werdet auch gleich sehen, warum. Wenn ihr nicht eh schon gespawnt habt. Alter. Weg. Du sollst nicht rausgucken, du sollst reingucken.
Ach, come on, ficken. Ihr könnt auch mal was machen, ihr Ficker. Also ich kann jetzt schon sagen, dass ich nach der Folge erstmal Pause mache. Eieieiei. Mann, eieiei. Ihr könnt auch nach vorne gehen.
Ein Stockwerk übrig. Ein Stockwerk übrig. Unten bleiben. Ich war doch schon unten. Herzhaft. Genosse Alexei, wir haben die Panzerabwehrgeschütze im ersten und zweiten Stock. Sie halten die Panzer auf für die Truppen. Kommen Sie! Am Panzerabwehrgeschütz bereit machen! Mann, lass mich durch hier! Lass mich durch hier! Aber gerade, vielleicht ist das gar nicht so schlimm. Können die mal was machen? Sonst nicht hier. Was ist hier? Scheiße. Jetzt will ich mal sehen, wie ihr mich hier findet. Das Einzige, was problematisch sein kann, ist... Tatsache, das macht... Alter. Mann, jetzt steh hier auf.
Wo ist denn jetzt dieses scheiß Gewehr, ey? Mann, oh. Mann, Alter. Schieß doch die scheiß Leute jetzt ab. Das kann doch nicht so schwer sein. Hey. Leute. Natürlich genau dann nachladen, wenn der Ficker da aus der scheiß Tür rauskommt. Mann, geh da weg, ey. Ich kann nicht schießen. Ist halt geil, wie ich Leben hole, um dann so eine reinzukriegen, dass ich im Grunde genommen nichts geholt habe. Jetzt laden nach. Alter, stirb doch, ey! Lad! Wo sind denn die ganzen Kumpel? Leute! Ey, das ist aber wirklich, ne? Man dreht sich um und direkt kriegt man eine rein. Als ob der Scheiß so programmiert wäre. Ich auch jetzt gerade nicht getroffen habe. Also mir geht auch langsam die Lust an dem Spiel verloren, ehrlich gesagt. Alter.
Bisschen. Das ist einfach nicht wahr. Kommen denn dann noch? Ich dachte echt, das ist im zweiten Teil, aber ich glaube, im zweiten Teil gibt es auch so eine Scheiße. Wer auch immer gesagt hat, Call of Duty ist eine coole Spielserie. Also ja, die hat ihre Höhepunkte. Also sie hat auch eindeutig ihre Tiefen. Ihre sehr großen Tiefen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich nicht. Spielt es selber. Dann sind wir wenigstens auf einem Level. Vielleicht findet ihr das ja auch spaßig. Wer weiß. Ansonsten bis dahin. Arrivederci und schön mit Ö. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.